Wir drehen ein neues Video zum M5 V10. Wir haben jetzt wieder mal ein kleines Problem an einem M5 Touring, der hängt schon auf der Bühne. Und das rentiert sich auch zum Mitfilmen. Es ist nämlich bei dem Fahrzeug ein Problem aufgetreten. Das Getriebe hat unterm Fahren auf einmal einen Fehler abgelegt, eine Fehlermeldung. Und der hat sich dann unterm Fahren nicht mehr schalten lassen. Unterm Auto war dann auch etwas Flüssigkeit ausgetreten. Und wir werden das Auto jetzt mal hochheben auf die Bühne und mal schauen, wo die Flüssigkeit herkommt, ob es Getriebeöl ist oder ob es Hydrauliköl ist. Und dann können wir mal schauen, was es sein könnte und in dem Fall dann auch dementsprechend dann die Reparatur durchführen. Also los geht's jetzt auf der Bühne und wir schauen von unten mal, was uns auffällt. Ja, die Schacke hat jetzt gerade den Unterschutz abgebaut. Dann ein paar Schlüssel weiter Achterschrauben. Ja, und hier sieht man schon, ist schon alles ölig. Genau, eigentlich mittig hier, wo eigentlich auch die Ölablassschraube ist, da ist am meisten Öl zu sehen, verteilt sich dann natürlich wahrscheinlich von den letzten Metern, die er gefahren ist, natürlich ein Stück nach hinten. Es ist auch ein bisschen verlaufen, aber auch nicht allzu weit. Das heißt, der Fehler ist dann relativ schnell aufgetreten unterm Fahren. Und man sieht aber auch schon, unterhalb von der Ölablassschraube, da sieht man die ganzen Tropfen hängen. Das ist eindeutig grünes Öl, also kein Getriebeöl. Das wäre eher so gelblich, eher bräunlich. Das ist also das CAF-Öl, was hier seitlich in der Hydraulikeinheit drinnen ist, in diesem Behälter. Da werden wir natürlich später dann auch mal einen Blick drauf werfen, wie viel Öl eigentlich noch drinnen ist. Hier unten sieht man auch noch am Druckspeicher ein paar Tropfen hängen, aber der Druckspeicher selber vorne ist also nicht irgendwie ölig. Das heißt, der Speicher selber wird nicht die Ursache sein, sondern du kannst mal zeigen, du hast ja schon mal vorher auch hier drüben den Kupplungsgeberzylinder, sag ich schon, den Kurbelwellensensor rausgebaut. Da hat es mal vor. Das hast du mit einer kleinen Immo-Schraube festgemacht und da sieht man eigentlich, dass hier alles ölig ist drinnen im Getriebe. Auch hier oben drüber, wenn du mal kurz den ein bisschen runter tust. Ja, ich sehe jetzt sieht man es gut, ja. Hier kommt eigentlich auch viel Öl raus. Also das ist schon mal ein Anzeichen, dass sich das Öl nach innen ins Getriebe auf jeden Fall verteilt hat. Und dann kommt eigentlich fast nur noch eine Ursache in Frage und die sitzt hier oben. Das ist dieser Nehmerzylinder, den man jetzt nur andeutungsweise so ein bisschen überhalb von diesen Schläuchen sehen kann. Das Dumme ist nur, dass der von innen vom Getriebe geschraubt ist. Das heißt, wir müssen das Getriebe ausbauen und dazu muss als erstes der Auspuff raus. Ja, genau, da hast du schon mal ein bisschen geschaut, das ist jetzt nicht so viel. Ist natürlich Nein, ein ist aber ziemlich schwer. ja, wir sind doch zum Glück zu zweit, also heißt, alleine kann man sowas natürlich nicht machen, aber wir werden den Auspuff jetzt als allererstes rausnehmen. Geht eigentlich auch ganz schnell, ist nicht so oft geschraubt, ein paar Stellen hinten rundherum um die Endschalldämpfer, mittig eigentlich hier vorne nur diese Stelle. Da sind aber noch die Streben zum Lockern hier, dass man die rausbekommt, diese Strebe hier unten. Eine Wasserleitung ist hier auch noch. Auf der Seite. Linken Seite hier. Genau, am Auspuff Ah, dran. rechts auch, ja. Auf beiden Seiten muss man auch locker machen, damit man den Auspuff runternehmen kann. Und natürlich hier vorne, ganz klar, direkt unterhalb der Katalysatoren. Aber man sieht, der Wagen ist sehr gut vom Rost her. Also das heißt, wir werden die Schrauben alle schön aufbekommen. Das ist ein gepflegtes Fahrzeug. Ja, und hier sieht man nochmal schönes Öl, wo es sich überall verteilt hat. Die Strebe natürlich unter, also dieser Unterschutz kommt natürlich auch noch weg. Diese ganze Platte, die muss weg. Dann werden wir auch noch ein bisschen mehr sehen, wo das Öl genau rauskommt. Aber es sieht schon eher danach aus, als ob es von innen her vom Nehmerzylinder in den Getriebetunnel hineingelaufen sein würde. Und hier oben sieht man auch nochmal ein paar Stellen, wo das Öl rauskommt. Also das bauen wir erstmal eins nach dem anderen ab. Und dann zeigen wir, wie man das Getriebe ausbauen kann. Ist auch gar nicht so schwer. Es ist viel Geschraube, aber man kann so ein Getriebe ohne Probleme, eigentlich auch ohne Fremdwerkstatt, eigentlich ausbauen. Jetzt nimmst du die Platte gleich ab. Ja, das waren 5 Schrauben, Schlüsselweite 16. Ja, jetzt können wir mal hier drauf schauen. Was haben wir denn hier Schönes? Auch alles mittig schön voller Öl, also Ja. genau unterhalb eben wieder vom Motor. Und jetzt können wir nochmal einen genaueren Blick hier im Bereich zwischen Motor und Getriebe drauf werfen. Ja, hier, das ist eben die Stelle, wo Motor und Getriebe aneinander liegen. Und hier ist auch alles schön ölig.
Hier unten steht auch das Öl, da wo die Stecker von den Lambda-Sonnen sind. Und hier sieht man es auch noch mal ganz gut, das Öl drin stehen. Also das Öl kommt auf jeden Fall aus diesem Bereich. Hier auch noch mal jetzt besser zu sehen, das Loch vom Kurbelwellensensor hier. Also werden wir das Getriebe auf jeden Fall ausbauen. Also hier oben noch mal, wenn man reinschaut, ist eigentlich gar kein Öl zu sehen. Jetzt nehmen wir noch unten die Halterung von den Steckern von den Lambda-Sonnen ab. Dann können wir auch nochmal genauer von unten ans Getriebe und an den Motor schauen. Da kommt auch gleich das Öl nochmal runtergetropft. Hier sieht man es mal ganz gut. Ja, und hier ist eben ganz gut zu sehen, hier ist die Öffnung. Da läuft das Öl also hier raus. An der Stelle ist auch schön, steht auch schön das Öl hier. Also haben wir eigentlich schon so ziemlich genau die Stelle gefunden, wo das meiste Öl eigentlich auch rausgekommen ist. Dadurch sind wir auf dem richtigen Weg. Hier ist aber auch nochmal schönes Öl. Das heißt, weiter geht's hier unten mit Ausbau vom Getriebe. Und wie schon gesagt, wir fangen jetzt gleich an, Auspuffanlage auszubauen. Und dann geht's weiter hier Richtung Kardanwelle, die ganzen Wärmeschutzbleche. Und dann kommt später das Getriebe raus. An den Endschalldämpfern sind die Muttern schon herausgedreht. Das ist einmal hier an dem Gummi eine hier, Schlüsselweite 13, dann hier zwischendrin. Auf der anderen Seite genau das gleiche und dann eben hier unten die Gummis. Hier vorne hier noch, genau. Ja, das sind auch zwei Schlüsselweite 13. Und dann, Wasserkabel. Genau, dieses kleine Kabelchen. Auf beiden Seiten genau das gleiche, identisch. Dann ist eigentlich hinten auch schon der Auspuff. Genau, der ist schon ein wenig runtergekommen. Genau, bewegt sich schon. Jetzt haben wir hier natürlich schon ein bisschen abgestützt hier vorne. Gell? Und jetzt haben wir nämlich in der Mitte noch diese eine Halterung. Da werden wir einfach mal hier die 13er, Schlüsselweite 13er Schrauben lockern. Und wenn wir Glück haben, müssen wir gar nicht mehr machen. Dann können wir vielleicht diese Halterung nach hinten rausziehen. Ansonsten müsste man die Striebe nämlich hier auch lockern oder ganz ausbauen. Und hier vorne fehlt nur noch eine einzige. Das sind hier vier Stück, die gehen auch ganz gut raus. Gegenhalten mit Schlüsselweite 14. Und hier vorne sind es eigentlich auch so schöne Torx-Schrauben. Da kommt man überall gut hin. Und jetzt hast du noch vier Stück. Ja, und dann werden wir gleich sehen, ob wir den Auspuff rausnehmen können. Ja. Ich hoffe, dass wir die Verstrebung hier nicht aufmachen müssen. Ja, das wäre kompliziert. Du kannst mal versuchen, hier drüben ein bisschen runterzuziehen mit der Hand hier, ob sich die bewegt. Ja, doch, das könnte reichen. Das könnte. Da, weil man sieht, hier ist eine, da ist eine kleine Vertiefung drin. Das heißt, du musst weit genug runter, aber es könnte gehen, dass wir die eventuell so lassen können und den Auspuff so nach hinten durchziehen können. Werden wir gleich jetzt feststellen. Wir haben jetzt die beiden Streben lose geschraubt. Macht nämlich keinen Sinn, die Platte unten durchzubekommen. Dazu müsste man jetzt den Auspuff zu weit nach hinten drücken. Das geht aber auch ganz gut. Dazu muss man nur diese zwei Schrauben hier, genau diese beiden hier rausdrehen. Die sind aber relativ rostig, gehen also ganz schön schwer raus. Und die kleine 10er Schlüsselweite. Das war 8er Schlüsselweite, aber das muss die Abdeckung, genau, die was hier seitlich dran ist, von diesem Plastikunterschutz. Und jetzt kannst du es mal zeigen, genau, tu sie mal bewegen. Jetzt kann man sie nach außen drücken und der Auspuff hängt jetzt wirklich nur noch hier in der Mitte. Das heißt, du kannst ihn jetzt dann gleich, wenn ich hinten festhalte, runterlassen. Genau, und ich versuche ihn im Gleichgewicht zu halten. Hier vorne ist er nämlich schon draußen am Auspuff hier vorne. Da sieht man, ist er schon ausgehängt, Schrauben sind draußen, auf der anderen Seite das gleiche und dann können wir den Auspuff, so weit sind wir noch gar nicht, runterlassen. Der Auspuff liegt jetzt hier in einem Stück, ging eigentlich auch ganz gut raus zu zweit und du bist jetzt auch schon direkt beschäftigt hier mit den ganzen Blechteilen, mit dem ganzen Wärmeschutz. Ja, da gibt es genug zum Schrauben jetzt. Ja, jede Menge Achterschrauben. Ganz genau, das muss alles raus, weil wir müssen die Kardanwelle mittig am Mittellager abschrauben von der Karosse. Das heißt, alle Bleche müssen runter. Das ist bei dem M5 doch ein bisschen mehr. Aber es sind, glaube ich, alles nur diese kleinen Schlüsselweite Achterschrauben. Das ist gar nicht mal so viel Unterschied. Geht bis nach vorne. Der ist eigentlich gekapselt, der Motor hier mit diesem Wärmeschutz. Ja. Und hier seitlich hängt auch noch ein Blech dran. Das haben wir auf der linken Seite schon rausgemacht. Das war auch nur hier einmal geschraubt. Und einmal hier oben mit der etwas größeren Blechmutter. Die hängt hier hinterm Cut so drin. Das sieht man auch ganz gut. Das muss jetzt alles rund ums Getriebe eigentlich abgebaut werden. Und gleich werden wir jetzt eben auch gleich sehen hier die Kardanwelle. Die ist dann auch gut sichtbar. Und sobald du alles weg hast, können wir dann gleich nochmal
einen Blick darauf werfen, wie das alles unterhalb von den Blechen ausschaut. Und dann wird auch gleich die Karrewelle abgebaut, also nur ausgehängt. Und dann kann man auch gleich am Getriebe die ersten Schritte machen, um das auszubauen. Die letzten kleinen Schrauben haben wir jetzt rausgedreht. Jetzt kannst du eigentlich das Blech hier rausnehmen. Hier halt so ein bisschen. Ja, staubt auch schön, genau. Gut, hast du es durch? Ja, ich tue es mit runter. So. Jetzt sieht die Kardanwelle, kann man jetzt auch endlich mal sehen. Da geht es jetzt hier um das Mittellager. Die zwei Schlüsselweite 13er Schrauben werden wir herausdrehen müssen. Und hier am Getriebe drei Stück werden wir davon rausnehmen. Dann können wir die Kardanwelle seitlich ein bisschen wegklappen, ein bisschen wegbinden. Dann haben wir von nach hinten hin eigentlich nichts mehr, was uns stört. Und dann können wir auch hier vorne auch gleich die Halterung vom Getriebe jeweils drei Schrauben pro Seite herausdrehen, damit das Getriebe hinten schon ein bisschen runterkommt. Und dann können wir uns auch schon langsam mal hier in Richtung Motor vorarbeiten, dass wir dann rundherum an die Schrauben rankommen, die man hier sieht. Ist ein bisschen schwer zugänglich momentan noch. Aber sobald das Getriebe, hier sieht man es eigentlich besser, die Schrauben, sobald das Getriebe ein bisschen hinten runterhängt, kann man da auch besser ran an die ganzen Verschraubungen. Du drehst jetzt gerade die drei Schrauben raus von der Kardanwelle. Ja, genau, von der Gelenkscheibe, Kardescheibe. Das ist Schlüsselweite 18. Muss man innen halt eben gegenhalten mit einem, auch einem 18er. Da kommt man so, wir haben ihn geköpft ganz gut rein. Ja. Und dann reichen die drei Stück, die direkt an der Kardanwelle dran sitzen. Und wenn die draußen hast, machen wir bloß noch hier die zwei Schrauben hier Schlüsselweite 13 raus und klappen die Kardanwelle weg von uns. Und ich habe schon ein paar Schrauben hier unten aufgemacht in der Zwischenzeit. Hier sieht man schon die ersten Schrauben, wo man gut hinkommt. Da oben fehlt noch eine, die wird das nächste Teil rausgemacht. Und dann werden wir natürlich auch hier am Kabelbaum alles aushängen, was hier noch runtergeht, und auch hier die Leitung trennen von den Steckern, die hier unten am Getriebe angebracht sind. Vor allem die Stecker, die was hier eben von Lambda-Sonden sind. Ja, und wenn der Kabelbaum dann auch zur Seite geschwenkt ist, dann kommt man auch hier oben noch ganz gut dran an den Stecker, der noch dran ist. Alles aushängen, was am Getriebe ist. Und dann kommt man auch hier unten an den Verschraubungen vorbei. Ja, wir haben ein bisschen was zum Schrauben haben wir noch. Hier oben sieht man auch eine Halterung, die ist auch hier eingeklipst. Hier kommen wir ganz schlecht ran hier an der Seite. Das werden wir alles der Reihe nach jetzt ausbauen. Die ganze Hydraulikeinheit kann aber am Getriebe dranbleiben. Da muss man jetzt nichts ausbauen. Das bleibt alles am Getriebe und kommt mit dem Getriebe dann später heraus. Die Stecker haben wir jetzt schon mal vorsorglich alle abgezogen. Einmal hier dieser runde Stecker, der oben am Getriebe hier befestigt ist. Genau, der wird hier abgezogen, weil das andere Stück bleibt am Getriebe. Das kommt vom Kabelbaum. Und hier drüben haben wir das gleiche gemacht, auch den runden, den haben wir auch schon mal rausgezogen. Und dann haben wir aber bloß auf der Seite diesen eckigen Stecker rausgezogen. Genau, und dann ist der hier seitlich in diese Schiene reingeschoben, den kann man dann mit dem Schraubenzieher ein bisschen raushebeln. Und jetzt kannst du mal runterhängen lassen, jetzt stört uns nämlich dieser Kabelbaum eigentlich auch gar nicht mehr. Den kann man jetzt so lassen, das Getriebe ist jetzt unten gut zugänglich. Hier oben aber hast du noch eine kleine Mutter, da ist die Halterung drin, die ist nämlich am Getriebe. Die muss man auch aus dem Grund rausbauen, um an diese dahinter versteckte Getriebeschraube ranzukommen. Die sehe ich jetzt ganz gut von der Kamera aus, genau die hier. Und unten sind schon ein paar draußen und dann werden wir dann auch als nächstes das Getriebe ein Stück runterlassen hier an der Halterung. Das Getriebe ist jetzt hinten runtergelassen. Hier oben haben wir auch schon mal den seitlichen Stecker hier abgesteckt. Hier sieht man ihn ungefähr, kannst du ein bisschen bewegen, genau, im Licht komme ich, ja genau, das ist der, der ist auseinander, kommt eigentlich auch ganz gut hin. Von der Oberseite ist der sozusagen eingehängt, dann auf der anderen Seite hast du diesen runden Stecker vom Kabelbaum auch schon abgezogen, den muss man verdrehen, oder? Hier in der Halterung drin und den muss man aufdrehen, ja. Genau, so eine Plastikhalterung ist hier seitlich, die ist an die Karosserie dran geschraubt, ja, jetzt ist der auch auseinander. Genau, da oben haben wir noch was eingehängt. Die zwei Stecker, die müsste man bestimmt ja, auch abstecken. Der muss auch noch auseinander gemacht werden. Der kommt jetzt aber auch einigermaßen gut hin. Also es wäre jetzt fast unmöglich, wenn das Getriebe noch in der normalen Position wäre. Das sieht man also, dass der Stecker, der Kabelbaum ist noch hier am Getriebe angehängt. Das muss man zum Beispiel dann auch noch rausziehen. Alles, was jetzt am Getriebe dran ist, auch hier oben die Halterung, muss alles noch ausgehängt werden. Hier sieht man auch nochmal diesen einen Stecker, der jetzt noch fest ist. Der kommt auch noch raus.
Und man kommt jetzt aber auch ganz gut jetzt schon an die oberen Schrauben hin. Man sieht also da oben auch schon ein paar Schrauben vom Getriebe. Auch hier drüben sieht man wieder ein paar Schrauben mehr, die vorher nicht zugänglich waren. Auch da oben. Und den Rest können wir dann einfach von hier hinten dann, ja, da wird es ein bisschen eng mit dem Licht hier, einigermaßen, ja, kann man doch ein bisschen was kann man erkennen. Dann kommt man dann auch an die Schrauben dann später dann ran. Und jetzt machst du erst noch eine Kabelbaumlose. Ja, den Kabelbaum, die zwei Stecker, diesen kleinen, der ist geschraubt. Genau, das ist dann der Sensor hier unten, der muss noch weg, der ist nämlich auch am Getriebe dran. Ja, und dann werden wir uns auch langsam an die letzten Schrauben ranmachen und dann wird es schwer mit dem Gewicht her, das Ding dann eben runter zu bekommen. So sieht es jetzt auf der rechten Seite aus. Alle Steckverbindungen sind ja jetzt gelöst. Hier oben. Der kleine Sensor hier. Der Sensor, den kann man auch rausziehen, also da muss nicht der komplette Sensor mit abgeschraubt werden. Genau, der ist hier. Nicht ein bisschen schwer zu sehen, aber im Kabelbaum dahinter ist er drinnen. Und da geht eben noch ein, hier oben eine Leitung hinter Richtung Pumpe. Die ist auch einmal hier eingehängt am Halter, genau. Und dann hier unten direkt hier an der Pumpe unten dran. Das ist auch ausgehängt, den kann man jetzt auch seitlich so ein bisschen nach hinten ziehen, dass der dann beim Herablassen vom Getriebe auch nicht mehr stören kann. Genau, jetzt kannst du es eigentlich seitlich wegziehen. Genau. Sehr gut, jetzt haben wir auch Platz seitlich auf der... Ja, einigermaßen zumindest, ja, wie gesagt, die Schrauben sieht man jetzt auch schon ein bisschen. Und wir werden jetzt gleich anfangen mit den restlichen Schrauben, die rauszuschrauben, hier so gut wir rankommen. Da oben wird uns noch diese Haltung ein bisschen stören. Und das drüben hast du auch schon abgeschraubt. Ja, und wenn wir jetzt gut durchkommen, können wir dann auch gleich oben die letzten Schrauben rausdrehen und dann haben wir eigentlich das Getriebe auch gleich runden. Jetzt fehlt es nicht mehr weit, dann können wir das Getriebe herabnehmen. Es sind jetzt noch zwei Schrauben oben fest und wir haben uns unterhalb vom Getriebe einfach so eine Holzplatte genommen. Hier ist von einem Rollwagen, der passt eigentlich ganz gut. Da haben wir jetzt hier hinten an diesen Metallbügel die hintere Seite angehängt und hier haben wir ein Stück Holz drunter gelegt, dass es auch beim Herabnehmen nicht unten die Leitungen irgendwie gequetscht werden können oder hier von der Druckspeicher irgendwie Schaden davon bekommen kann. Und hier oben sind jetzt nur noch zwei Schrauben eingesetzt. Versuchen wir hier nicht durchzugehen. Ja, man kann ein bisschen was erkennen. Doch, genau, eine ist jetzt noch rechts oben zu erkennen, da drüben. Und eine ist links darunter auf der anderen Seite zu erkennen. Das sind die zwei letzten Schrauben, die uns fehlen. Hier oben mittig sieht man noch eine kleine Imbusschraube. Die muss man nicht rausnehmen. Das ist die Schraube, die den Anlasser fixiert. Also wenn man mal bei dem Auto den Anlasser tauschen will, muss man das Getriebe auch wie hier herunterlassen, damit man an diese eine zentrale kleine Schraube rankommt. Ich gehe nochmal kurz drauf. Das ist die hier oben. Die können wir drin lassen. Die ist nämlich am Motorblock festgemacht. Ja, jetzt machen wir die zwei Schrauben noch raus und dann werden wir schauen, ob sich das Getriebe schon lösen lässt vom Motorblock. Man sieht, alles andere ist abgesteckt hier seitlich, die Stecker hängen alle nur noch am Getriebetunnel draußen dran. Alles ist lose und gleich als nächstes versuchen wir dann das Getriebe ein Stück hinter zu bekommen und dann mit unserem Getriebeheber langsam runterzulassen. Das Getriebe ist jetzt draußen. Die Halterung hier unten hat auch ganz gut gehalten, also mit diesem Rollwagen, der ist von der Größe ideal. Und du hältst es jetzt so ein bisschen hinten fest, weil es jetzt einfach noch zu schwer ist hinten. Aber wir haben jetzt auch gleich mal einen Blick drauf geworfen auf den Fehler. Das ist tatsächlich, wie wir schon vermutet haben, hier der Nehmerzylinder. Wenn ich jetzt ein bisschen drauf gehe, ich glaube, man kann es sehen, ja doch, es kommt hier seitlich raus. Das ist eigentlich der Balk, der ja, den Geist aufgegeben hat. Das ist eigentlich der ganze Fehler. Natürlich ein bisschen Arbeit. Weil man jetzt auch sieht hier oben, das ist eben das sind die Muttern, die das Problem darstellen. Wir können ja von der anderen Seite nicht von außen ran. Wir müssen also von innen her an die Muttern ran, damit wir den Zylinder rausbauen können. Hier drin ist natürlich auch jede Menge Öl, CHF-Öl ausgelaufen. Ja, und das ist eigentlich auch der ganze Grund. Jetzt werden wir den Zylinder ausbauen. Erst werden wir das Getriebe natürlich hier runterbekommen von unserer Halterung. Und dann können wir auch gleich den Ausbau starten und dann kommt natürlich am Schluss dann noch eben die ganze Geschichte mit der Elektronik dran, mit der Programmierung. Hier müssen wir dann alles auffüllen, den Behälter. Hier steht auch nochmal irgendwo CHF-Öl. Ja, da oben sieht man es. CHF-Öl, dieses Öl darf man auch nur verwenden,
CHF11S, grünes Hydrauliköl. Da wird alles neu befüllt, aber außen sieht man, die ganzen Leitungen sind unbeschädigt. Da ist nirgendwo Öl ausgelaufen, es war nur der Zylinder im Getriebe. Zum Glück. Zum Glück, ja. Es wäre jetzt schlimmer gewesen, wenn jetzt der Hydraulik noch irgendwas anderes kaputt gewesen wäre. Es ist eigentlich eine kleine, ganz kleine Geschichte, aber man muss halt einiges machen dafür. Wir sind jetzt auch schon beim Ausbau vom Nehmerzylinder. Da müssen wir noch diesen Positionssensor hier seitlich, der in den Nehmerzylinder hereingeschraubt ist, mit zwei kleinen Imbusschrauben herausnehmen. Dazu einfach die zwei Schrauben rausdrehen und suchen, ob der sich misst. Ja, kommt schon. Schauen wir, ob da noch irgendwo ein Gummi hin ist. Ja, den werden wir auf jeden Fall auch erneuern. Den hatten wir auch einmal schon den Fall, dass der nicht gegangen ist. Es kann sein, dass du jetzt schwer vorbeikommst, dann lass ihn einfach mal nochmal drauf. Ja. Weil du kannst ja dann sowieso dann die Motoren vorne am Getriebe lösen, dann ist es wieder beweglich. Jetzt kommen die Hydraulikleitungen runter. Das ist eigentlich nur eine Leitung, die wir euch locker müssen. Die eine links, die stört uns eigentlich nicht, nur diese kleine Leitung. Genau, das reicht schon. Jetzt kannst du noch die untere. Jetzt nehme ich die beiden Scheiben noch drauf. Ja, genau. Und dann eben noch die untere, die haben auch schon locker gemacht. Ist auch gleiche Schlüsselweite 17. So, und dann müssen wir noch innen die zwei Muttern aufmachen am Getriebe. Und dann können wir auch den Nehmerzylinder ein bisschen hinten rausziehen und dann kann man auch ohne weiteres den Sensor hinten rausnehmen. Genau, das war jetzt die zweite zweite Dichtring. Nicht vergessen. Und jetzt gehen wir gleich von innen rein. Da haben wir schon einen Lappen hingelegt. Das ist genau, man kann es mit dem Licht auch so einigermaßen noch sehen. Ja, hier oben und unten eine. Die Schaltgabel haben wir schon alles rausgenommen. Die liegt hier. Da werden wir natürlich auch den kleinen Bolzen erneuern. Dieser Plastikbolzen, der nutzt sich natürlich auch extrem ab. Hier ist die Gabel. Die kann man eigentlich wiederverwenden. Und natürlich auch das Lager, das haben wir auch schon auf die Seite gelegt. Das wird natürlich dann auch erneuert. Hier das Ausrücklager. Ist natürlich auch alles verölt jetzt von diesem, ja, von diesem Malheur, was er hier oben gehabt hat. Und jetzt machst du einfach die beiden Schlüsselweite 13. 13er, ja genau, Schlüsselweite 13 machst du raus und dann kannst du den nach hinten rausziehen. Gut, dann machen wir noch die beiden Muttern runter. Aufpassen, dass da nicht nur irgendeine Beilagsscheibe drauf ist, sieht aber nicht danach aus. Gell? Ja, ich sehe da auch keine. Ja, und dann geht er auch schon nach hinten raus, der Zylinder. Jawohl. Und jetzt versuchst du mal rauszunehmen. Der hat sich eh schon gelöst. Ja. Gell? Genau, und jetzt kannst du auch hinten den Sensor versuchen, wenn du den in der Hand hast. Jetzt geht er ganz einfach jetzt raus. Halt. Also ja. Jetzt genau, sieht man es ganz gut. Ja, und hier oben ist eben dieser Balk. Der ist der ganze Grund für den Verlust vom Hydrauliköl. Ja, das ist eben, ist halt einfach so, es ist einfach in jedem Kunststoff, ja, eben irgendwas durch die Hitze, irgendwann mal bekommt es halt einen Riss, nutzt sich mit der Zeit ab, kann passieren, ist jetzt nicht nur beim M5 so, es ist also kein spezieller Fall von einem Problem vom M5, das ist, kann letztens bei uns beim 330 E46 passiert, ist auch innen drin, der Nehmerzylinder explodiert sozusagen, kann bei jedem Auto eigentlich mal vorkommen. Ja, und jetzt bestellen wir natürlich die Teile erstmal und sobald die Teile da sind, wird alles wieder zusammengebaut. Dann eben hier wird befüllt. Hier oben ist die Einfüllschraube auf der Seite hier. Wird bis zur Unterkante eigentlich schön voll gemacht. Und dann kommt das Getriebe wieder rein und dann muss er eben nochmal initialisiert werden. Der Sensor und so weiter, was ihr habt, der muss die richtigen Wege erkennen, wie die Kupplung steht, also wie der Ausrücker steht und alles, das muss man wieder anlernen und natürlich auch entlüften. Das kommt dabei später dann. So sieht jetzt der Motor von der hinteren Seite aus. Die Kupplung ist noch eingebaut. Wir werden jetzt natürlich mit dem Kunden noch besprechen, ob der nicht auch gleich die Kupplung mit wechseln will. Das Auto hat jetzt 125.000 Kilometer gelaufen. Wäre natürlich jetzt ja, ein Vorschlag, dass man die gleich mit erneuert. Genauso hier innen drin hier das Pilotlager in der Kurbelwelle. Das würde man auch gleich mitmachen. Zweimaßen Schwungrad würde ich persönlich jetzt nicht machen, weil es weder Geräusche gemacht hat, noch irgendwelche Probleme. Und hier oben sieht man jetzt nochmal ganz gut auch den Anlasser. Also wie von vorher schon erwähnt, wenn der getauscht werden muss, dann muss eben das Getriebe hinten abgesenkt werden. Es geht dann eigentlich nur um diese kleine Imbusschraube, sonst kommt man an die nicht ran. Und natürlich oben muss man auch die Sauganlage alles rausbauen. Aber jetzt in dem Fall kann das alles drinnen bleiben. Ja, jetzt werden wir erstmal uns informieren, was wir noch machen sollen.
oder ob wir einfach nur den Zylinder erneuern sollen und wieder einbauen, das werden wir besprechen. Die Entscheidung ist gefallen, wir werden die Kupplung mittauschen, ist auch das Vernünftigste. Dazu braucht man jetzt auch dieses Spezialwerkzeug. Dieses Spezialwerkzeug hält die Doppelkupplung beim Ausbau und auch ganz wichtig beim Einbau zusammen. Und zwar fahren hier außen rechts und links so kleine Nasen raus, die das ganze Paket zusammenhalten. Und vorne kommt dieser Dorn in die Kurbelwelle ins Pilotlager rein. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Das setzt du jetzt oben an der Kupplung an. Das muss man eigentlich nur mit einem kleinen Klick einrasten. Ja, ist drin. Das ist schon mal der erste Schritt. Und jetzt geht es auch sofort weiter mit dem Ausbau der einzelnen Schrauben. Das sind 9 Stück rundherum. Ganz kleiner Inbus. Und wichtig ist dabei immer, ungefähr eine halbe Umdrehung zu öffnen. Man muss auch gar nicht gegenhalten. Das kannst du gleich weiter drehen. Halbe Umdrehung. Und dann die oberste von uns aus gesehen. Du machst immer so 2 Schritte, weil sonst kommst du nicht weit genug holen. Genau, jetzt gehst du schräg gegenüber zum nächsten. Das ist dann die dritte. Man sieht, ein bisschen dreht sich die Kupplung, also die Kurbelwelle mit, aber es ist so wenig Drehmoment. Genau, dann haben wir die vierte. Sobald alle locker sind, dann kann man immer versuchen, einen halben Schritt weiterzumachen. Das war die vierte. Jetzt mache ich die. Ja. Erstmal locker machen. Genau, und jetzt dann die nächste. Immer gegenüberliegend sozusagen, dass sich die Federn erstmal ein bisschen entspannen können von der Druckplatte. Und wenn alle dann erstmal gelöst sind, dann im halben Sinn sozusagen weiterdrehen, immer eine halbe Umdrehung und dann gleich zur nächsten Schraube wieder weiter, sodass sich das schön entspannt. Genau, die letzten 2. Und dann kann man die Kupplung nachher gleich abnehmen. Bevor wir jetzt die Kupplung abnehmen, alle Schrauben sind ja jetzt schon gelöst, die Inbusschrauben, schauen wir noch auf die Markierungen, die ab Werk auf der Kupplung und auf dem Schwungrad markiert sind. Nämlich hier sieht man es ganz gut, diese weißen Markierungen, die sind auf der Kupplung, auf der Druckplatte. Nämlich einmal an der Stelle und einmal ein Stück weiter hinten. Und auf dem Schwungrad vom Motor muss genau entgegengesetzt auf der anderen Seite, nämlich hier unten, eine Markierung ab Werk sein. Die haben wir schon mal mit dem roten Lackstift nachgezeichnet. Sonst hätte man schlecht gesehen. Man sieht nämlich dahinter diese weiße Stelle, die ist ab Werk. Und wir haben an der Stelle einfach mal roten Lackstift nochmal nachgezogen. So muss nämlich die Kupplung dann später auch wieder verbaut werden. Also Schwungrad auf der einen Seite Markierung und Kupplung, die bei jeder Kupplung, wenn man die neu kauft, auch eine Markierung hat, exakt gegenüber auf der anderen Seite, 180 Grad versetzt. Sonst würde das Ganze eine Unwucht ergeben. Und bevor wir jetzt die Kupplung rausnehmen, haben wir uns nochmal vergewissert, dass auch beide Markierungen dran sind. Und jetzt können wir die Kupplung gleich abnehmen, dann sieht man nämlich die Markierung ab Werk hier unten auch besser. Alle Schrauben sind draußen und du hast sie in Hand. Ja. Das ist die Kupplung. Ganze Kupplung. Man sieht auch, hinten hält das noch einigermaßen zusammen. Ja doch, das ist schon noch ineinander gerückt. Das hat ausgehalten. Die Kupplung selber könnte man sogar noch eine Zeit lang fahren. Ist natürlich jetzt schon knapp über 100.000 Kilometer gelaufen. Deswegen ist es einfach auf jeden Fall sinnvoll, die mit zu erneuern. Und hier oben haben wir jetzt eben noch das Schwungrad. Und ich glaube, jetzt müsste man im Licht vielleicht auch die Markierung ein bisschen besser sehen. Ja, da sieht man es jetzt ganz gut. Jetzt, wenn ich das Licht ein bisschen schräg halte, das ist die Markierung ab Werk. So sieht die ungefähr aus. Würde man jetzt nicht gleich als allererstes alles eine Markierung erkennen. Aber dadurch, dass wir gewusst haben, hier gegenüber war ja die Markierung von der Kupplung, muss irgendwo in dem Bereich hier die andere Markierung sein. Und kann natürlich mal sein, dass die mal ein bisschen verwaschen ist, aber so ungefähr muss die Markierung vom Schwungrad ausschauen. Deswegen haben wir es hier unten nochmal ein bisschen nachgefärbt. Ja, Schwungrad. Können wir noch das Pilotlager tauschen? Das werden wir jetzt auch auf jeden Fall auch mit gleich raus tun. Und das Schwungrad schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Gell? Das sieht optisch eigentlich auch ganz gut aus. Nicht irgendwie eingelaufen, keine Riefen. Wird natürlich ein bisschen sauber gemacht, ein bisschen abgezogen mit der Hand. Aber man sieht auch, es hat keinen Ölverlust gehabt, der Motor untenrum. Das Ganze, was jetzt Öl ist, ist einfach nur von der Hydraulikflüssigkeit, die man hier sieht. Hat aber jetzt auch nicht allzu viel ausgemacht. Wir machen alles schön sauber nochmal mit Bremsenreiniger. Und dann kommt noch das Lager raus. Das werden wir auch noch kurz zeigen, wenn wir das neue wieder reindrücken. Und dann geht der Einbau der Kupplung wieder weiter.
Wir haben jetzt die Kupplung nochmal uns zur Seite genommen, einfach mal den Aufbau der Doppelkupplung zu zeigen. Du kannst jetzt mal die obere Mitnehmerscheibe rausziehen. Mhm. Die ist hier in der Verzahnung drin. Genau, in diesem Stück hier läuft in dieser Verzahnung. Genau. Und hier drüber ist dann nochmal so eine Druckplatte. Die ist dazwischen, zwischen den beiden Scheiben. Ist gut geschmiert. Auch das ist jede Menge hier an dem Fett hier drin, an der Stelle, rundherum. Und da hat er auch hier oben mal Federn auf der anderen Seite. Also auch hier sind Federn verbaut. Und dann hat man noch die untere Mitnehmerscheibe. So, dadurch verteilt sich die Kraft natürlich auf zwei Scheiben. Und drunter eben hier auch wieder der Reitbelag. Auch rausnehmen. Geht auch nochmal zum Zerlegen. Genau das gleiche nochmal wie jetzt gerade eben. Ja, jetzt haben wir eigentlich die in alle Einzelteile zerlegt. So sieht also die Kupplung beim M5 aus. Ja, deswegen ist natürlich das auch vom Preis her nicht gerade das günstigste. Also ich glaube irgendwas um die 600, 680 Euro muss man schon rechnen, mindestens für so einen kompletten Satz. Da ist dann aber auch noch das Lager mit dabei. Und deswegen sollte man es auch nicht mehr wiederverwenden, wenn man mal irgendwas an der Kupplung zerlegt hat. Nur noch dann verwenden ein Neuteil, was BMW vorschreibt. Ja, jetzt geht es relativ schwer wieder zusammen. Jetzt ist sie da drin, genau. Und wir brauchen es jetzt natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben eine neue Kupplung. Und hier sieht man auch richtig schön den Abrieb. Also es ist doch eine Menge, was sich da an der Kupplung über die Jahre gesammelt hat. Auch wenn sie jetzt noch optisch einigermaßen gut aussieht, aber man sieht. Es ist richtig viel Staub drin. Ja, es ist doch ein bisschen was an Material von der Kupplung abgetragen worden. Ja. Also das darf man jetzt nicht irgendwie irritieren. Die ist zwar noch fahrbar, aber wirklich nicht mehr gut. Das Spezialwerkzeug ist ja schon im Schraubstock eingespannt. Die Verriegelung ist auch schon mal gelockert, dass hier oben die Anker sich zusammendrücken lassen hier. Und du hast auch schon in der Zwischenzeit hier diese dicken Kabelbinder aufgemacht von der neuen Kupplung. Die werde ich jetzt rausnehmen. Ich hebe ein bisschen an, dann kannst du es vielleicht rausziehen. Auf gar keinen Fall jetzt das an der Kupplung irgendwie lösen oder auseinander machen, sondern einfach nur so wie es jetzt ist, hier nehmen. Und jetzt versuchst du es hier mal einfach so, wie du es hast, hier drüber zu setzen. Ja. Genau. Jetzt müsste es eigentlich irgendwann mal Klick machen. Man sieht schon, jetzt sind diese Verriegelungen auseinandergegangen. Und jetzt sollte man sie eigentlich auch nicht mehr hochheben können, die Kupplung. Ja, jetzt sieht man, wird es hier in der Mitte gehalten. Das ist jetzt die Einbausicherung sozusagen. Auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen hier unten an die Regelung rankommt. Sonst wird es wieder auseinanderschnappen. Und dann kann man das Spezialwerkzeug mit der Kupplung nehmen und rüber zum Motor bringen. Und man sieht also hier außen die Federn, darauf muss man aufpassen, dass die dann auch im Schwungrad wieder richtig in der richtigen Bohrung reinkommen. Und dann sind eben hier außenrum auch die Bohrungen von den Passstiften, da haben wir drei Stück am Motor dran und da muss man auch schauen, dass die ausgerichtet werden. Und ganz wichtig, schauen wir uns auch gleich die Markierung an, wo die Markierung von der Kupplung hier ist. Die sieht man jetzt nur von der anderen Seite. Die Kupplung haben wir jetzt auch schon wieder draufgesteckt auf das Schwungrad und dabei ist eigentlich nur auf diese Stifte zu achten, dass die auch übereinander stehen. Also einmal hier ist ein kleiner Stift, dann hier drüben ist ein Stift und gegenüber auf der oberen Seite ist noch einer. Natürlich kann man sich dann diese Bohrungen aussuchen, die auch dementsprechend dann zu der Markierung passen. Hier sieht man sie nämlich auch schon ganz gut von der neuen Kupplung. Die steht nämlich jetzt auch wieder, wie schon vorher besprochen, exakt 180 Grad gegenüber der Markierung vom Schwungrad hier unten. Und dementsprechend kann man sich dann die richtigen Bohrungen suchen, die dann in diese Richtung passen, um versetzt die Kupplung zu montieren. Und wir haben jetzt auch schon die Schrauben, die neun Stück, festgezogen. Wir kontrollieren das nochmal alles nach und zwar mit 12 Newtonmeter ungefähr müssen sein. Ich gehe mal kurz mal drauf. Also 12 oder klein wenig mehr, 12 Newtonmeter. Und die Schrauben, was wir jetzt verbaut haben, sind noch keine Imbusschrauben mehr. Das sind jetzt Torx-Schrauben von BMW, die wir bestellt haben. Die haben sie anscheinend geändert. Und jetzt einfach nochmal in dieser Reihenfolge alle neun nochmal durchprüfen, ob auch wirklich alle fest sind. Genau, dann gegenüber der dritte. Und bis man wieder alle neun Stück nochmal getestet hat, sieht auch die Kurbelwelle dreht sich nicht mit. Da reicht die Kompression von den Zylindern aus für das bisschen Drehmoment, was man auf den Schrauben drauf hat. So, jetzt hast du gleich den neuen Stück. Ja. Dann ist so, jetzt kommt die Transportsicherung raus, dieser kleine Ring. Der ist einfach nur so reingesteckt.
Und dann natürlich noch das Spezialwerkzeug. Hier außen am Knopf einfach ziehen, dass die Verankerung sich löst. Und dann sollte eigentlich alles so bleiben, wie wir es eingebaut haben. Ja. Jetzt können wir auch mal oben reinschauen. Jetzt ist nämlich auch alles schön ausgerichtet, dass nachher das Getriebe hier die Welle schön reinrutschen kann. An beiden Wellen in einer Flucht durch. Hinten sieht man das neue Lager. Ja, dann kommt natürlich dann aufs Getriebe noch ein bisschen Spezialfett drauf. Ist auch mitgeliefert in dem Kupplungssatz. Und vor dem Einbau des Getriebes liegt jetzt natürlich noch die Erneuerung des Nehmerzylinders vor uns. Den alten haben wir ja bereits ausgebaut. Das ist jetzt das neue Teil. Du kannst jetzt auch schon mal den Sensor am besten jetzt schon einsetzen. Später, wenn man den versucht einzusetzen, wird es ein bisschen eng. Jetzt kannst du den schon mal hier vorne ins Getriebe reinsetzen. Genau, da oben sind auch schon die beiden Gewinde und dann zwei Muttern, das sind selbstsichernde. Die werden dann von innen festgezogen, Schlüsselweite 13. Genau, das kannst du dann erstmal so lassen. Sieht man schon, wie das reinkommt. Genau. Und dann schauen wir noch außen, was noch außen noch fehlt. Sensor muss natürlich noch festgeschraubt werden mit den kleinen, ich glaube, Imbusschrauben sind das. Die liegen hier drüben bei dir. Die zwei Imbusschrauben. Genau, die kommen von hier hinten an der Stelle rein. Mhm. Dabei aufpassen, dass der Sensor auch nicht zerstört wird. Der hat ja noch so einen kleinen Gummiring hier oben drauf. Da haben wir nachgeschaut, den gibt es auch gar nicht einzeln zu bestellen, sondern wenn, dann muss man den ganzen Sensor mitbestellen. Der liegt irgendwas über 400 Euro, glaube ich, liegt ja allein schon. Genau, so viel wie der Nehmerzylinder. Genau, der Nehmerzylinder war, glaube ich, auch bei 450 irgendwo, ja, 430 in der Richtung. Aber da kommt jetzt gleich noch was anderes, was wir jetzt gesehen haben. Das haut dann fast um, was die Preise angeht. So, du ziehst jetzt erst nochmal die zwei kleinen Schrauben fest. Mhm. Und dann fehlt nämlich hier noch die Leitung hier drunter. Sieht man, da ist noch die Bohrung zu sehen. Und diese Leitung muss dann noch rüber zum Nehmerzylinder verbunden werden. Und das machen wir dann gleich als nächstes, wenn du alle Schrauben festgezogen hast. Also die jetzt vom Sensor hier und die hier drin am Nehmerzylinder. Das letzte, was wir an der Reparatur noch machen müssen, ist jetzt hier noch diese Leitung, diese Druckleitung, die hier rüber geht, unten von diesem Gewinde hier rauf zum Nehmerzylinder. Da am Neuteil ist hier natürlich so ein kleiner Verschlussstopf noch drauf, den vorher rausnehmen und jetzt schon mal die Leitung so ausrichten, dass irgendwie passt. Und dann aufpassen mit den Dichtringen, wenn man die neu bestellt hat, auf gar keinen Fall fallen lassen. Es ist nämlich wirklich Gold wert. Ja, es ist unvorstellbar. Also wir haben gedacht, das ist irgendwie ein Fehler oder irgendeine Täuschung, was wir da haben. Aber so ein einzelner Dichtring, was hier unten liegt, liegt bei sage und schreibe fast 60 Euro. Also das ist wirklich kein Witz. Die haben mal vor einiger Zeit noch um die 13, 14 Euro gekostet, war auch schon ein Vermögen. Aktuell habe ich mir einfach mal gesagt, die verkaufen wir so selten, da verlangen wir einfach pro Stück 60. Also wenn man die vier Stück austauscht, ist man gleich mal bei knapp 250 Euro für vier Dichtringe. Das ist schon genial. Da gehe ich lieber zum Essen. Ja, da kannst du auch zum Essen gehen, je nachdem, was man isst. Aber es reicht aus, damit man satt wird zumindest. Den Bolzen tauschen wir jetzt eben, wie schon besprochen, aus. Das ist die Feder, die jetzt auch mit ausgetauscht werden sollte. Die wird einfach über den Hebel drüber geschoben. Vorher haben wir auch die Stellen, wo der Bolzen drin ist, ein klein wenig mit dem Spezialfett, was wir hier haben, gab er wirklich nur ganz leicht eingefettet, auch hier drüben, wo dann der Nehmerzylinder reinrutscht. Und ein klein wenig Fett auch hier an den Stellen, wo das neue Lager, was hier drüben liegt, reinkommt, das neue Ausrücklager, an der Oberseite, genau, und an den Stellen hier innen drin, da wo das Lager entlang rutscht. Genau, jetzt kannst du das Lager schon mal nehmen und dann hier einsetzen. Eingefettet ist es ja schon ein klein wenig. Das muss richtig einrasten. Ja, das rutscht schön rein. Ja, das ist eigentlich kein. Das sind zwei kleine Nasen. Und so, genau, jetzt siehst du es eigentlich, dass es auch schön anlegt. Jetzt ist hier an den Stellen gefettet. Da hat es ein bisschen wenigstens Sicherheit, dass es nicht zu stark Reibung hat. Und das Teil ist jetzt eigentlich fertig zum Einbau. Bevor es aber reinkommt, rüber nochmal zum Getriebe und die Führungshülse ausbauen. Die neue Führungshülse kann man jetzt direkt draufsetzen. Die geht auch ganz leicht raus, die alte. Die soll also auch immer getauscht werden. Man sieht, hier hat die außen rundherum so Führungen, dass man es auch wirklich nur zentriert aufsetzen kann. Und du machst in der Zwischenzeit schon Schraubensicherung auf die Schrauben drauf, Schlüsselweite 10. Und setzt die schon mal alle der Reihe nach rein.
Und ganz wichtig, nicht die Schraubensicherung vergessen, damit sich da nichts lose vibrieren kann unterm Fahren. Ja, und wenn alle drin sind, alle festgezogen sind, dann machen wir nochmal alles sauber mit dem Bremsenreiniger, dass auch hier an dieser Hülse wirklich kein Fett drauf ist. Sollte fettfrei sein, aber die Verzahnung hier im vorderen Bereich, die werden wir ein klein wenig mit dem Spezialfett einschmieren, genauso hier vorne ganz von den Zapfen. Nur eben darauf aufpassen, dass die Hülse selber fettfrei bleibt. Bevor das Getriebe jetzt wieder reinkommt, werden wir noch etwas Öl auffüllen bis zur Unterkante, also bis es eigentlich leicht rausläuft. Das Öl haben wir vorher schon mal ein klein wenig aufgefüllt, jetzt ist das Getriebe aber nochmal schön waagerecht und du tust jetzt noch ein bisschen nachfüllen. Ja, eben wie gesagt schon das CHF 11S Öl brauchen wir dazu, das ist Hydrauliköl. Jetzt kommt es. Ja. Genau, und dann wird einfach die Schraube drauf gesetzt und später muss es ja sowieso nochmal nachgefüllt werden, wenn es dann entlüftet wird. Einfach nur, dass jetzt schon mal bis zur Unterkante Öl aufgefüllt ist. Und man kommt auch später dann auch beim eingebauten Zustand mit so einem langen Schnorchel, was du in der Hand hast, aber ganz gut ran. Das geht eigentlich zum Auffüllen. Gut, das machen wir so ein bisschen fest. Und dann haben wir auch schon die Vorrichtung zum Einhängen, also hier im Motorkran hinten für das schwere Getriebe, auf unsere eigene Konstruktion hier drauf gesetzt. Und so werden wir jetzt den Kran oben wegmachen und dann das Getriebe mit dem Getriebeheber nach oben. Ja, nach oben pumpen, Richtung Motor. Das Getriebe ist wieder drin, muss man auch dazu sagen, geht sehr leicht rein, wenn man also in der richtigen Position von Winkel her das Getriebe so ansetzt, wie wir jetzt gerade gemacht haben. Der Motor selber kommt automatisch in diesen Winkel, wenn man das Getriebe runterlässt. Und da muss man es einfach nur hier nach vorne etwas anheben und hinten etwas runterlassen. Und es rutscht eigentlich sehr leicht zusammen. Und du beginnst jetzt auch schon wieder mit dem Einbau. Ja, das ja, auf der linken Seite ist es kein Problem. Das da ist nicht viel. Ja. Die Lambda-Sonde und dieser Stecker hier unten. Und dann war da ist das mehr, rechten Seite, ja, da haben mehr, ja. Da haben wir allein am Getriebe drei Stecker, das sieht man hier alles schön. Und dann Lambda-Sonden müssen wir unter dem Getriebe dann später wieder zusammensetzen. Hier ist noch der Sensor von der Kurbelwelle, genau, mit der Schraube, die man einsetzen muss. Und das Ganze muss jetzt aber noch von hier, wir haben es jetzt extra über den Auspuff nach rechts getan, diesen Kabelbaum, der muss wieder nach links rüber, damit er uns im Einbau nicht gestört hat. Hinter die Lambda-Sonde, genau, da muss noch vorbei. Und wenn das alles wieder richtig verlegt ist, wird alles angeschlossen bis hinter zur Pumpe vom Getriebeöl. Den ganzen Kabelbaum wieder nach hinten verlegen, alle Klammern wieder einsetzen. Hier sieht man oben noch ein paar Klammern, da fehlt zum Beispiel noch was vom Kabelbaum. Die werden dann alle wieder, genau, da wo du es jetzt gerade bist, wieder eingehängt. Ja, und wenn das alles drin ist, dann hat man das Getriebe wieder in normalen Positionen, dann könnte man es auch schon wieder in die richtige Position anheben. Aber vorher wird natürlich noch die Kardanwelle hier mit angesteckt. Hier wieder an der Nase ganz wichtig, dass das übereinstimmt. Und dann kann man das Getriebe langsam wieder nach oben setzen. Die Kardanwelle haben wir jetzt mal lose über die Löcher gesteckt. Die ist noch nicht befestigt. Auch das Mittellager ist jetzt noch nicht festgeschraubt. Das werden wir nachher ein bisschen nach vorne ausrichten. Und du pumpst jetzt noch das Getriebe ein klein wenig nach oben, bis die Schrauben eingesetzt werden können. Genau, da kannst du schon mal die Schrauben, sechs Stück sind es, einsetzen. Drei links, drei rechts. Und jetzt passt auch hier oben die Kardanwelle gut an die Gelenkscheibe ran. Kommst du hin oder musst du ein bisschen ausrichten? Ich muss das ein Stückchen ausrichten. Ja, nach links oder rechts, je nachdem. Oder lass mal einfach so locker, jetzt kannst du bewegen. Genau, jetzt kannst du bewegen. Jetzt hast du nämlich ein bisschen Gummi gelagert, jetzt kannst du ein bisschen hin und her verziehen. Und das Getriebe ist ja schon fertig. Wir haben auch die Kabelbäume alle wieder zusammengesteckt. Hier drüben die drei großen Stecker sind wieder miteinander verbunden. Und dann haben wir auch alles wieder richtig verlegt. Da sind wir eigentlich auch schon fertig. Die Sensoren hier unten sind angesteckt, Kurbelwelle. Und hier oben vom Getriebe, den sieht man hier hinten ein klein wenig. Hier an der Stelle ist auch wieder alles angesteckt. Lambda-Sonde natürlich hier unten drunter, diese ganze. Ja, die Befestigung von Lambda-Sonden, von Steckern, ist alles zusammen. Und jetzt geht es eben los mit dem Einbau des Getriebes, dass es in der richtigen Position wieder kommt. Kardanwelle dann gleich. Wie gesagt, wir zeigen euch gleich nochmal, wie wir das Mittellager festmachen. Und dann kommen die Hitzebleche dran. Die Hardyscheibe ist jetzt wieder fest montiert. Die drei Schrauben, die wir geöffnet haben zum Ausbau des Getriebes, sind festgezogen.
Jetzt geht es eigentlich nur noch um das Festziehen von der Mittellager. Und da ist bei dem Modell hier ganz schön zu sehen, eine Markierung eigentlich ab Werk schon. Einmal auf der linken Seite von der Halterung und einmal auf der anderen Seite, auf der rechten. Und so sollte man einfach das Lager auch wieder ausrichten. Also in dem Fall ist es eigentlich fast ja, ohne Spannung, klein wenig Spannung ist nur drauf. Dann ist es in der richtigen Position. Und dann zwischen den Linien einfach ansetzen und nach oben ziehen. Dann weiß man auch, dass das Lager in der richtigen Position festgezogen werden kann. Der M5 ist jetzt fertig zusammengebaut. Jetzt geht es noch darum, dem Fahrzeug zu sagen, dass die neue Kupplung reingekommen ist. Das heißt, die Kupplung muss angelernt werden. Dazu kommt das Auto jetzt noch zu BMW rüber. Und dann werden wir nochmal einen Test machen, ob alles funktioniert. Der M5 ist zurück von BMW. Das Fahrzeug ist jetzt programmiert worden. Jetzt haben wir ja vorher ein Problem gehabt, wo das Auto zu uns gekommen ist, dass das Auto auch gar nicht mehr angesprungen ist, wegen dem Fehler, der abgelegt war. Jetzt ist die Kupplung neu angelernt. Die einzelnen Punkte sind neu initialisiert. Also jeder einzelne Gang weiß jetzt wieder, wann und wie er schalten soll. Und jetzt lässt er einfach mal das Auto an. Also gleich nach der Reparatur ist er auch nicht angesprungen. Ne? Ja. Deswegen sind wir auch zum Beispiel gefahren. Ja, jetzt macht er das schon mal, das hat er vorher gar nicht gemacht. Also nicht erschrecken, wenn man so ein Problem hat, wie wir jetzt gehabt haben mit dem kaputten Nehmerzylinder. Das ist ganz normal, dass der Motor sich irgendwann mal nicht mehr starten lässt. Genau. Das heißt, das Fahrzeug legt dann einen Fehler ab, der kann einfach nicht mehr zurückgesetzt werden. Jetzt kann man also wieder auf neutral schalten, Motor startet und jetzt kannst du einfach mal die Gänge einlegen. Genau, und jetzt lässt er sich auch wieder durchschalten. Das war eigentlich bei BMW ganz schnell erledigt. Ich glaube, knapp eine Stunde wird es, knapp über eine Stunde sowas war es insgesamt. Das war ganz schnell. Ja, das Einzige war, wir mussten es auch dem schnell rüberbringen, aber ist nicht so weit von uns aus gesehen. Rückwärtsgang, alles funktioniert wieder. Ja, und damit ist das Auto jetzt wieder ganz normal einsetzbar und hat eine nagelneue Kupplung drin. Und eben als kleiner Hinweis, wenn man sich die Kupplung schon die Arbeit macht, die auszubauen, sollte man am besten auch gleich immer den Nehmerzylinder mittauschen, weil es einfach auch eine Art Verschleißteil ist. Wie man gesehen hat, bei dem Auto war das Ding halt wirklich kaputt, dass man es nicht mehr verwenden konnte. Und wenn man dann nochmal eine neue Kupplung einbaut und später geht der Nehmerzylinder auch kaputt, dann hat man die Arbeit eben doppelt. Ja, aber jetzt ist alles erledigt, das Auto kann wieder gefahren werden. Kostenmäßig liegen wir inklusive Nehmerzylinder, neue Kupplung und allen Kleinteilen und Programmierung bei so einem Schaden bei ungefähr 2.700 Euro, bei uns jetzt aktuell. Wenn man natürlich den Nehmerzylinder wegmacht, ist man gut 500 Euro billiger. Und das muss man ungefähr kalkulieren bei so einem Schaden oder beim Kupplungswechsel.